Stopp. Besser ist da. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil es ist mein erstes Mal hier, aber ich habe viele neue Leute kennengelernt, obwohl ich schon ein paar Leute hier kannte so. Und ja, es sind hier echt viele engagierte Leute, man hat echt viel gelernt für die SMV. Super gut, ich habe unglaublich viele neue Leute kennengelernt und auch viele Freunde, die ich schon auf der BAT kennengelernt habe, wieder getroffen. Und wir hatten einfach eine tolle Zeit. Richtig cool, die Stimmung war super, man hat so viele neue, nette Leute kennengelernt. Und auch die Workshops fand ich persönlich einfach super. Es war immer gute Laune irgendwie und man konnte immer mit jemandem reden. Alle waren total nett, total offen, war schön und man hat auch viel gelernt. War im Bundestag Planspiel. Da haben wir praktisch das Verfahren gemacht, wie Gesetze durch den Bundestag kommen. Gewaltfreie Kommunikation. Also wir haben eben darüber geredet, wie kann man auf andere zugehen, mit den Diskussionen führen, ohne gleich irgendwie dass die Diskussion ausartet oder so. Pimp hier SMV. Und ich als Schülersprecher konnte da echt viel mitnehmen. So. Herzensretter, da war ich mit ihr drin. Da haben wir einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und haben gelernt halt einfach, was man macht, wenn ein paar Sachen passieren. Einfach Herzdruckmassage haben wir gelernt und ja, war ganz cool. Gelernt, aber auch einfach von den Leuten, die man getroffen hat und von den Sachen, die man mitbekommen hat und auch, dass viele andere Leute einfach erzählt haben, wie sie bestimmte Dinge an ihren Schulen machen. Das kann man jetzt vielleicht auch selber zu seiner eigenen Schule wieder mitnehmen. Also ich war eigentlich früher nicht so der Typ mit so Teamarbeit und so, weil habe ich mich eher so ein bisschen ausgeschlossen oder so. Aber hier hat man gelernt, so mit allen zusammenzuarbeiten und es war sehr cool. Dass wir schon immer Hilfe kriegen können von überall oder dass wir zum Beispiel unsere Projekte, wir wollen unser SMV-Zimmer erneuern, dass wir da irgendwie Gelder bekommen können. Weil ich meine, wir sind alle da zum Lernen. Hier waren wir alle auch hier, um was zu lernen. Dass man einfach offen auf die anderen zugeht und ja, immer nett ist. Hat richtig viel Spaß gemacht. Also das Spieleteam war echt motiviert so. Und heute die Open Stage war echt cool, weil es gab echt krasse Talente. So, die Leute, die gesungen haben, haben mich echt beeindruckt so. Also auf Besser 20 komme ich auf jeden Fall, wenn sich irgendwie einrichten lässt. Und ich probiere auch mehr Freunde aus meiner Schule zu motivieren, weil dieses Jahr war ich noch der Einzige aus meiner Schule jetzt. Aber das war so cool, dass ich probiere nächstes Jahr auf jeden Fall viel, viel mehr Leute zu bekommen und auch vielleicht jüngere Leute aus meiner Schule. Ja, ich werde auf jeden Fall in meiner Schule davon was erzählen, weil bei uns wusste man davon nichts. Ich habe es von anderen Freunden, von anderen Schulen erfahren und werde schauen, dass ich da viele Leute in meiner Schule davon begeistern kann. Auf jeden Fall wieder herkommen nächstes Jahr mit meinen Freunden, mit so vielen wie nur möglich. Weil es ein geiles Wochenende war. Das Pestalozzi war mal die bestvertretene Schule hier
Und ich hoffe, dass 2020 wieder so ist oder dass wir einfach viel mehr Leute dazu gewinnen können aus der SMV, weil wir sind echt viele Leute so und ich glaube, da gibt es genug Leute, die es gerne machen würden und auf jeden Fall komme ich 2020 wieder.